Obwohl sie nicht begeistert schien, hat sich Morrigan, die auf Geheiß ihrer Mutter angeschlossen und sich bereit erklärt, dich sicher durch die Wildnis zu begleiten. Und einen herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon Age Origins. Wir sind hier in dieser kleinen, netten, aber hübschen Taverne und haben hier eine Liliana kennengelernt, die jetzt... Ja, wie wollen wir es denn sagen? Also sie gehörte zu unserer Gruppe... Aber der Grund, warum sie jetzt hier bei uns ist, weil sie denkt, dass der Erbauer höchstpersönlich ihr gesagt hat, dass sie uns helfen soll. Alles klar, da hinten ist jetzt ja, ein Wirt, kann man das nicht sagen, weil der Wirt steht da. Aber hier steht eine Person, Balen, und die hat eine Quest für uns. Mal gucken, was er denn für uns, was er von uns möchte, nicht für uns möchte, von uns. Alles klar. Ich habe gehört, was ihr mit dem anderen Händler gemacht habt. Er hat bekommen, was er verdient. Aber ich habe noch immer keine Lebensmittel zu verkaufen. Ja, dann zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Oder beziehungsweise wir fragen erstmal, wo in Lotharing kann ich gut bezahlte Arbeit finden? Ja. Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Beim Blut des Erbauers, was wollt ihr mit Giften? Mein Hof liegt weit vom Dorf entfernt. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich wegen der dunklen Brut ein wenig besorgt bin. Ich habe auf meinem Land einige Fallen aufgestellt. Und ich habe gehört, dass Gift diesen Bestien ebenso schadet wie jedem anderen auch. Das sind die dümmsten Ideen, die ich je gehört habe. Das Gleiche hat die älteste Miriam auch gesagt. Aber es ist mein Geld und mein Land. Ich will nachts nur ein bisschen ruhiger schlafen können. Ja, was wenn Flüchtlinge in eure Fallen treten? Dann sollten sich diese verdammten Taugenichtse von meinem Land fernhalten. Außerdem ist es in diesen Zeiten äußerst unwahrscheinlich, dass jemand, der nachts herumschleicht, etwas Gutes im Sinn hat. Also, könnt ihr Gifte herstellen oder nicht? Vergiften? Ich habe mich an derartigen Dingen schon versucht. Ich wusste, ich würde jemanden finden, wenn ich nur lange genug herumfrage. Ich würde für ein einfaches Gift gut bezahlen. Es muss irgendetwas sein, was diese Dinger langsamer macht oder ihnen etwas zum Nachdenken gibt. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Vielen Dank. Möglicherweise habe ich einige Zutaten auf Lager. Ich weiß ja nicht genau, was ihr braucht. Ja, dann zeig mir doch einfach mal her, was ihr da habt. So. Ja, was hat er denn so Schönes? Rezepte des Lyriumtranks. Pläne für die kleinen Schmierfallen. Steinsalbe. Weihrauch, Weihrauch, Weihrauch. Sieht jetzt nicht so aus, als ob er was für uns hätte. Wir haben drei. Drei Goldstücke haben wir. Wir können ja erstmal hier mal schauen, was sich jetzt mal verkaufen lässt. Ja, machen wir es jetzt mal so hier. So. Nee, das können wir behalten. Ja, damit sind wir auch erstmal vorsichtig. Aber dies hier, was hat denn Morrigan? Nee. Da hätte ich ja beinahe was Falsches gekauft. Jetzt lass mal gucken, Liliana. Kann sie das gebrauchen?
Aber gut, Stärke, ne? Nee. Okay. Das können wir gebrauchen erstmal. Dann wollen wir erstmal, bevor wir hier jetzt irgendwas machen, rüsten wir mal ganz kurz die Liliane aus. So machen wir es erstmal so. Und dann so. Wechseln wir kurz mal. So. Perfekt. Dann braucht sie jetzt nur noch eine Rüstung. Lederhandschuhe. Das ist aber mittelschwer, ne? Am besten bräuchte sie... Ne, mittelschwer kann sie schon tragen. Das ist überhaupt kein Problem. So. Schuhe haben wir jetzt. Nur die hier. Aber die sind schwächer. Deswegen brauchen wir das erstmal jetzt hier nicht. So. Aber ich denke mal, dass wir bei ihr eigentlich auch bohren gehen können, weil ich benutze ja schon Dolche. Wir brauchen auf jeden Fall einen Fernkämpfer. Das wäre dann sie. Sonst können wir eigentlich alles verkaufen. Erstmal. So, aber die Morrigan kann doch Gifte mischen, oder? Kräuterkunde. Nein, kann sie noch gar nicht. Kann ich das vielleicht? Ja, ich kann das. Was brauchen wir denn dafür? Giftextrakt und Fläschchen. Das brauchen wir. Das finden wir bestimmt dann hier irgendwo. In der Umgebung. Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Nein. Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Ich suche immer noch nach den Zutaten, aber ich möchte erstmal eure Waren sehen. Weil ihr habt nämlich davon jetzt gar nichts, was wir brauchen. Aber hier. Vergeringert Feindseligkeit. Super. Hier, goldene Kette. Dann haben wir hier noch ein Bierchen. Das können wir immer alles gut verkaufen. Verkaufen, sage ich schon, verschenken. Das war natürlich jetzt teuer, ne? So, erstmal alles weg hier. Zack, zack, zack. Außer diese Blutdrachenrüstung, die brauchen wir noch. Na, das sollte ich vielleicht... Das sollte ich vielleicht behalten. Das kann auch weg. So. Brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So, das war's dann erstmal. Dann können wir mal kurz gucken, ob wir in der Umgebung oder ob wir hier hinten vielleicht irgendwie schon ein paar Sachen finden. Was ich nicht glaube. Das sollte kein Problem sein. Jetzt haben wir hier eine Axt gefunden, brauchen wir eigentlich gar nicht. Elfenwurzel. Eisenring. Ja, komm. Können wir alles super verkaufen. Wollen wir jetzt mal wieder raus hier. So. Jetzt kann man ja mal noch was dazu sagen. In der letzten Zeit poste ich ja hier auf diesem Kanal von Wir spielen es meine Videos. Und ich bin wirklich beeindruckt und stolz darauf, dass ich so viele positive Resonanzen habe. Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwelche Kommentare hier auf diesem Video oder auf anderen Videos von mir, von euch jetzt, wenn ich die lese, ich freue mich abgöttisch.
Es macht mir einfach einen riesen Spaß, hier auf diesem Kanal, wirklich sehr guten Kanal, meine Videos preisgeben zu dürfen. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß und ich freue mich, dass ich es weiterhin auch noch machen kann. So, Eispfeile. Älteste Miriam. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Was ist hier los? Seit unser guter König Kaelin von uns gegangen ist, sind hier Flüchtlinge und Soldaten durchgekommen. Ich bin hier die Älteste und habe alle Hände voll damit zu tun, sicherzustellen, dass die Flüchtlinge nicht mit Diebstählen oder Schlimmerem anfangen. Sir Bryant bei der Kirche kümmert sich um die Verteidigung und Ähnliches. Er kann vermutlich mehr mit Leuten wie euch anfangen. Ja, aber du brauchst auch Hilfe. So viel zu tun und so wenig Zeit. Kann ich euch behilflich sein? Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Ich nicht, aber ich hätte hier jemanden, der sich auskennt. Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. Aber rein theoretisch müsste ich doch genügend haben, oder? Hattet ihr in den Wäldern Erfolg bei eurer Suche nach Kräutern? Das war nicht nötig, bitte sehr. Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat. Jawollo, aber dann können wir trotzdem uns mal Tränke machen, wenn es geht. Nee. Also Elfenboards labe ich ja, 10 Stück, aber ich brauche auch Fläschchen. So, da hinten ist noch eine Quest. Mensches Kindern. Seid gegrüßt, Fremder. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Wofür braucht ihr Fallen? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Es tut mir leid, aber ich kann keine Fallen herstellen. Entschuldigt. Ich wollte euch nicht belästigen. Das kann ich wirklich nicht, ne? Nee. Vielleicht kann ich ja später nochmal hin. So. Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Ich liebe diese Dialoge zwischen denen. Zu Elfenwurzel haben wir auch noch. Ey, wir brauchen nicht Fläschchen, damit wir uns mal Heiltränke herstellen können. Wie könnt ihr es wagen, mich des Diebstahls zu bezichtigen? Ich habe gesehen, wie ihr Vorräte von meinem Karren genommen habt. Okay. Da mischen wir uns jetzt mal nicht ein. Die Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Das reicht. Ich bin schon verzweifelt und verängstigt. Ich brauche nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. So, wir haben ja eine Quest aufgenommen. In der es ja heißt, dass Banditen hier auf den Feldern umherstreifen.
Das wollen wir jetzt auch mal hier mal kurz machen. Hier vorne sind sie ja. Und hintenrum, hier hinten irgendwo müssten auch noch welche sein. Wow, gut, ich habe ja nicht drauf geachtet, was mit meinem Charakter hier abging. Das wäre ich ja beinahe drauf gegangen. Das war natürlich knapp jetzt. So. Ich spiele momentan echt zu viel The Witcher. Ich wollte nämlich gerade den Hexensinn aktivieren, damit ich gucken kann, ob die Gegner etwas fallen gelassen haben. Oh nee! So ein Scheiß wie mir! Das ist eine heftige Spinne hier! Oh. Ja, noch nicht alle gleichzeitig! Mensch! Ich wusste gar nicht, dass ich unter euch Spinnvölkern hier so begehrt bin. Okay. Also hier müssen wir das ganz schnell mal machen. Zack, 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 zack. Ah, hier haben wir jetzt das Giftextrakt. Jetzt können wir das Gift herstellen. Nee, gar nicht. Ich brauche immer noch Fläschchen. Diese Fläschchen nicht werden. Wie erwünscht. So, apropos The Witcher. Spiele ich momentan und Let's Play es auch auf meinem richtigen Kanal. Normalerweise heiße ich auf YouTube Kulturgut LP. Doch wegen eines, ja, ich wollte einfach meinen Namen ausprobieren. Also Play Hard, weil ich so auf Facebook heiße. Ja, wollte ich mal so gut probieren. Wollte ich eigentlich zurück wieder auf Kulturgut LP und dann sagt mir Google nö. Die nächsten 3 Monate werde ich meinen Namen nicht ändern können. Na toll. Das heißt, ihr müsstet auf YouTube Kulturgut LP eingeben. Und dann erscheint der Kanal Play Hard. Und genau das ist meiner. Bald wird sich das alles wieder richten und dann heißt es wieder ganz normal. So, jetzt haben wir hier Banditen und da Banditen. Wird erledigt. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz glubschen. So, wir haben ja uns jetzt momentan alle Eis gegeben. Räuberhauptmann. Räuberhauptmann. Und wir beide kümmern uns um den hier. Ja, haben wir das auch erledigt. Fest aktualisiert. Hier haben wir nochmal neue Stiefel. Können wir aber nicht gebrauchen, das Ganze hier. Ja, ich schaue mal auf mein Tacho hier. So rund bei 18 Minuten sind... Oh, rund bei 18 Minuten sind wir.
Wir müssen aber die Banditen noch machen. Das mache ich jetzt auch, bevor wir hier irgendwas anders machen. Also bevor wir hier aufhören. Jetzt sind wir bei 19 Minuten. So ungefähr. Machen wir erstmal das hier. Die holen wir uns jetzt noch und dann machen wir ein Folgenpäuschen. Ja, das wird doch hier nichts. Ihr müsst mal schon mithelfen, Kollegen. Sonst wird das hier nichts, sonst sterben wir nämlich gleich. Das muss ja nicht unbedingt sein, ne? Halt. Gut, die haben uns nochmal gut gerettet hier. Es ist ein guter Tag zum Sterben. So hat das Leben doch keinen Sinn. So. Dann könnten wir rein theoretisch in der nächsten Folge. Och nee. Das sind ja wieder Banditen. Ach komm, die machen wir auch noch. Aber dann hören wir wirklich auf. Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen, es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Ja! Aha, da kommt dann noch welche. Um die kümmere ich mich. Ein richtiges Blutbad, würde ich sagen. Aber naja, es kommt davon, wenn man sich mit grauen Wächtern anlegt. So, dann werden wir in der nächsten Folge, werden wir dann die Sachen wegbringen. Werden die versuchen, die Gifte hier herzustellen. Müssen wir gucken, ob wir hier im Dorf noch ein paar Fläschchen herkriegen. Und dann werden wir uns mit dem Kollegen hier vorne unterhalten, mit dem lieben Stan. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.